Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem kleinen Studio. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich bin mal wieder alleine, wie man sehen kann. Ich vlogge hier alleine, mir fällt schon wieder der Arm ab. Aber erstmal vielen, vielen Dank für das kranke positive Feedback zu meinem letzten Video. Ich habe euch ja im letzten Video mein aktuelles Producer-Setup gezeigt. Ich habe es hier auch nochmal schön bisschen aufgeräumt, damit ihr das hier nochmal sehen könnt. Das heißt, in den zukünftigen Vlogs muss ich nicht immer so filmen, sondern kann ich euch mein Producer-Setup auch zeigen. Und darum soll es aber heute nicht gehen, sondern unter den zahlreichen Kommentaren und Nachrichten von diesem Video kamen auch wieder viele Fragen. Und zwar, ihr habt es bestimmt mitbekommen oder viele von euch, dass ich auf Twitch unterwegs bin, wie sehr, sehr viele Leute aktuell. Und ich mache Zocker-Streams, Just Chatting, also wir quatschen ein bisschen, zocken ein bisschen, schauen uns Videos an, aber ich mache auch DJ-Streams, das heißt, ich lege auf für euch, ich kann die Musik spielen, die mir Spaß macht. Digga, mein Arm fliegt ab, die Kamera ist einfach viel zu schwer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute nochmal so ein kleines How to make a DJ-Stream-Video, das heißt, ich zeige euch, was ihr braucht, um einen DJ-Stream machen zu können. Die ganzen Produkte, die ihr schon aus meinen Videos kennt oder die, wo jetzt neu sind, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, braucht ihr auf jeden Fall nicht für einen DJ-Stream. Alles übertrieben teuer, also wie gesagt, ich habe dafür hart gearbeitet und habe mir das einfach leisten können oder geleistet, sage ich mal. Ihr braucht keine Sony A7 III, ihr braucht keinen Pioneer Controller für 1700 Euro, ihr braucht keine KRK-Boxen, ihr braucht keine Nebelmaschine, doch Nebelmaschine braucht sie, die ist ultra geil. Ihr braucht aber das ganze teure Zeug nicht, sondern ihr könnt auch mit kleinem Budget einen DJ-Stream starten und voll durchstarten und voll Gas geben. Und bevor wir dazu kommen, wer hätte es gedacht, ich habe mir natürlich wieder neue Sachen bestellt und die werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe mir neue Platten bestellt, die habe ich bei vielen Streamern und YouTubern gesehen. So sehen die aus. Moment, ich hebe es mal ein bisschen ins Licht. Hat so einen Pyramiden-Style, sieht sehr, sehr geil aus, ist, ja, fühlt sich an wie Styropor und ich habe mir vorgenommen, diese Ecke hier für die normalen Streams ein bisschen zu verschönern, wird auf jeden Fall auch ein Video kommen und dazu wird es eine neue LED-Leiste oder LED-Strip geben und zwar von der Marke Groove. Wenn ihr Bock habt, besser gesagt, ich werde eben Video drehen, wie ich das Ganze hier anbringe und diese LED-Strip installiere oder anschließe, weil es ist nicht irgendeine, sondern eine richtig, richtig geile. Aber wie gesagt, dazu in dem Video dann. Ach ja, und bevor ich es jetzt vergesse, ich werde euch nicht nur das Equipment zeigen, was ihr benötigt, sondern ihr braucht natürlich auch ein Audio-Interface, werde ich euch auch noch zeigen. Ihr braucht aber auch nicht dieses Interface, sondern es gibt 100 verschiedene und viel, viel günstigere. Und wir werden dann noch an den PC gehen und ich werde euch kurz ein paar Einstellungen zeigen, was ihr tätigen müsst. Weil, ich muss sagen, auf YouTube gibt es, wie gesagt, für normale Streams zigtausende oder hunderte Videos, die es auch tausendmal besser erklären können wie ich. Aber DJ-Streams, also so ein Tutorial, wie man DJ-Streams macht, gibt es leider viel zu wenig. Also ich habe ehrlich gesagt gar keins richtig gefunden oder gar kein richtiges, gutes Video gefunden. Ich weiß nicht, ob meins gut wird, keine Ahnung. Könnt ihr ja dann bewerten. Ich werde mit euch durchgehen, besser gesagt euch nochmal meins kurz zeigen, was ich so benutze. Das Ganze könnt ihr dann mit eurer, also ich zeige euch zum Beispiel diese Kamera, die könnt ihr dann mit einer Webcam ersetzen, ist überhaupt kein Problem oder funktioniert genauso. Ist halt von der Bildqualität natürlich schlechter, also eine Webcam ist natürlich schlechter als so eine Kamera und Controller. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich und dann schwingen wir uns am PC. Ich werde euch noch die Settings oder die Einstellungen zeigen und natürlich das Streaming-Programm, was ich aktuell benutze. Und ich würde sagen, wir starten. Let's go! So, da ich ja alleine filmen muss, weil ich heute keinen Kameramann habe, fangen wir an mit meiner Kamera. Die kennt ihr mittlerweile. Sony A7 III. Und wenn ich irgendwas vergessen sollte in diesem Video, Freunde, was ich jetzt nicht hoffe, gerne wieder in die Kommentare schreiben. Also hier Sony A7 III mit einem Sigma 35mm. Also ich filme das Ganze, also streame das Ganze mit einer Festbrennweite. Ist halt geil, weil ihr den Hintergrund, also das hier, so wie ihr das jetzt gerade auf der Kamera seht, das hier ist alles unscharf und ich bin sozusagen meistens im Fokus. Ihr müsst natürlich eine Stromversorgung herstellen, besser gesagt die Kamera mit Strom versorgen und natürlich ein Bild
an den PC bringen. Freunde, es sieht einfach ultra sexy aus, Mann. Also nochmal zurück zur Kamera. Einmal HDMI-Eingang für das Bild. Einmal Ladekabel, damit die Kamera sich natürlich unterm Stream auflädt oder der Akku voll bleibt, weil das ist mir damals passiert, wo ich noch keine Erfahrung hatte. Ich hatte kein Stromkabel dran, habe gestreamt, die Kamera ging irgendwann aus, habe dann den Akku gewechselt und ist mir eingefallen, hey, ich habe hier an der Seite, oder jede Kamera hat hier an der Seite natürlich einen Anschluss für den Strom. Das heißt aber auch, ihr könnt eine Webcam benutzen, ihr könnt die Kamera von euren Eltern oder von eurer Opa, Oma nehmen, die sie gerade daheim noch Flacken haben. Ob das dann kompatibel ist mit dem Streaming-Programm, besser gesagt mit eurem PC, weiß ich nicht. Mit den Webcams ist es noch einfacher, weil ihr braucht kein Cam-Link. Für DSLR, besser gesagt für normale Kameras oder Vollformat-Kameras, braucht man einen Cam-Link. Ich benutze den Elgato, den werde ich euch auch noch gleich zeigen. Also man muss schon an ein paar Sachen denken. Das habe ich mir halt so von ein paar Videos abschauen können. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt da weiter. Aber bevor wir jetzt zum DJ-Controller kommen, ich muss euch noch mal kurz zeigen, wie geil das aussieht, wenn ich meine Laserbar anmache. Batz! Und das in einem Livestream. Baba! Ich versuche wirklich das Video gut zu strukturieren, sage ich mal. Ihr könnt echt fast jede Kamera oder Webcam benutzen für einen DJ-Livestream. Das ist ja das gleiche, wie wenn ihr einfach einen normalen Stream macht, bloß ihr stellt es halt vor euer DJ-Pult. So, Akku natürlich wieder leer, perfekt vorbereitet. Kommen wir zum DJ-Controller. Eigentlich ziemlich simpel, ich brauche den eigentlich gar nicht anmachen. Ich habe zwei Klinkenkabel, das werdet ihr auch benötigen. Wird auch, oder haben viele DJ-Controller. Das heißt, da wo ihr zum Beispiel die Boxen einsteckt, ich benutze wie gesagt Klinkenkabel, kann ich euch jetzt schwer zeigen, besser gesagt. Ich kann mal kurz das Handylicht anmachen. Also ich benutze hier zweimal Klinke. Könnt euch so vorstellen, links für linke Box, rechts für die rechte Box. So schließt ihr das Ganze an, zumindest jetzt hier beim Pioneer Controller. Aber ihr habt bei euren DJ-Controllern auch die Möglichkeit, meistens mit Klinke reinzugehen. Und das andere Ende geht in euer Audio-Interface. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt zu meinem. Ich zeige euch noch kurz, wie ich das angeschlossen habe. Und dann gehen wir an den PC und schauen, ob wir Sound überhaupt bekommen. Und zwar, ich habe ja hier mein Focusrite 18i8. Man kann es hier sehen, also hier kommen die anderen zwei Enden raus. Focus, danke. Wie gesagt, linke Box, so könnt ihr euch das immer merken. Linke Box, ein Kabel, rechte Box, ein Kabel. Hier könnt ihr einfach Gain einstellen, einen Regler. Das müsst ihr selber ein bisschen rumprobieren. Also hier könnt ihr die Empfindlichkeit einstellen von dem linken Kabel zum Beispiel. Ich hasse diesen Fokus, Mann. Und von dem rechten Kabel. Ich habe jetzt hier nochmal mein altes Audio-Interface. Und nein, ich werde es nicht verkaufen. Das war auch mein allererstes. Ich schau mal, dass ich das irgendwie drauf kriege. Genau so. Also ihr habt die Möglichkeit, hier zum Beispiel das eine Kabel mit Klinke reinzugehen und hier drüben mit der anderen Seite, besser gesagt mit dem anderen Kabel. Und genau, und dann könnt ihr hier mit den Gain-Reglern einfach die Empfindlichkeit einstellen. Und ihr wisst ja, ich habe ja dieses 18i8 mir extra gekauft, damit ich nicht immer umstecken muss. Das heißt, hier benutze ich DJ-Livestreams, also mein DJ-Controller, und hier benutze ich mein Mikrofon, falls ich hier einen Stream mache, mit euch entspannt auf Just Chatting oder irgendwie mit euch ein bisschen Quatsch oder Videos anschaue. Ich würde sagen, das war es eigentlich von Equipment her. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, Nebelmaschine, das sind halt so Zusatzsachen, was ihr euch kaufen könnt, oder so eine Laserbar. Ich habe es halt gekauft, weil es sieht halt in einem Stream einfach viel, viel geiler aus. Und genau, weil ich es gerade sehe, Leute, spart nicht an Licht, also Belichtung. Weil umso schlechter, sage ich mal, die Kamera, umso wichtiger ist auch die Belichtung, weil da könnt ihr eigentlich so das Maximum von der Bildqualität rausholen. Ich habe zum Beispiel den Fehler oder das Problem, wenn ich die Laserbar anhab und zugleich die Nebelmaschine aktiviere, dann steht hier das komplette Zimmer eigentlich im Nebel. Das Problem bei mir ist, ich nutze die Kamera mit dem Autofokus gerade. Kann hier schlecht den manuellen Fokus einstellen, wenn ich nicht da hinten stehe. Und ab und zu packt es der Autofokus nicht, wenn zu viel Nebel hier im Raum ist. Aber ansonsten, wie gesagt, Licht A und O. Und ich würde sagen, wir schwingen uns jetzt an den Rechner. Ich zeige euch noch kurz mein Streaming-Programm und was ich eingestellt habe.
Und dann sind wir eigentlich durch. So, Freunde, es klappt leider doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, es ist halt mega ätzend, immer alleine alles zu filmen. Wäre jetzt noch irgendein Zweiter da oder der mir helfen könnte, wäre das viel, viel einfacher. Ich habe mir nämlich vor, oder ich hatte vor, dass ich euch hier oben positioniere, so wie in den normalen Streams, und euch dann im Aufnahmeprogramm das Ganze zeigen kann. Aber da ich ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt habe, damit ich nicht immer umswitchen muss zwischen den einzelnen Eingängen, habe ich das halt im Programm gemacht. Deswegen werde ich euch den Bildschirm jetzt so abfilmen, also mit der Kamera. Und ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen passt. Controller ist jetzt aus. Aber wie gesagt, wenn ihr diesen Rat oder diesen Vorgang, den ich euch jetzt zeige, befolgt oder auch so macht, müsste das eigentlich funktionieren. Besser gesagt, dann funktioniert es eigentlich auch. Also ich benutze hierfür Streamlabs OBS. Viele benutzen auch nur OBS. Und ich habe mir hier so ein kleines Setup eingerichtet, wie zum Beispiel den Start. Vielleicht, wenn ihr mir auf Twitch folgt, kennt ihr den schon. Und zwar hier so ein kleiner Countdown von 5 Minuten. Dazu ein bisschen Hintergrundmusik habe ich hier eingestellt und dann nach diesem Countdown, nach diesen 5 Minuten, switche ich um mit meinem Stream Deck Mini, was ich mir damals gekauft habe. Ist mir doch ein bisschen zu klein, werde ich mir vielleicht ein größeres noch holen. Aber nochmal zurück zum Fokus, Dankeschön, zurück zum Start. Das heißt, so sieht es dann aus, wenn ich den Stream starte. Ich habe mir jetzt hier einfach eine Szene erstellt, die habe ich jetzt einfach große Cam genannt. Das heißt, dass halt, dass ich weiß, was das für eine Szene ist. Und hier drüben, also die ganzen Alerts werde ich euch jetzt nicht zeigen, sondern dass ihr halt Ton bekommt und ein Bild habt. Ich habe zum Beispiel jetzt hier meine Sony und hier habe ich halt einfach den Cam-Link ausgewählt. Ich habe hier verschiedene, seht ihr wahrscheinlich gerade. Und zwar habe ich natürlich diese Kamera, wo ich gerade filme, meine Sony, wo gerade das Bild ist, und ich hätte noch eine GoPro am Start. Wollte ich auch mal ein bisschen was ausprobieren. Und da wählt ihr einfach eure Kamera aus, egal ob Webcam, also ihr geht hier auf das Plus und geht hier einfach auf Videoaufnahme Gerät und wählt dann sozusagen, warte mal, ich kann es euch mal kurz zeigen, wählt dann einfach hier euer Gerät aus. Bei mir ist halt der Cam-Link. Ich kann euch mal kurz zum Cam-Link zeigen, falls ihr den nicht kennt, der liegt bei mir hier unten. Also einer von zwei, einer für die Sony A7 III, einer für die Sony A6400. Falls es jemand interessiert. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Part. Meine Hand fault ab, aber egal. Ich habe das Ganze Focusrite genannt, weil ich das mit diesem Focusrite betreibe. Das heißt, ihr geht jetzt einfach auf das Plus, Audio-Eingabe, weil ihr wollt ja einen Ton in das Audio-Interface bringen. Das heißt, vom DJ-Controller in das Audio-Interface, in den PC und dann am Ende für euch Zuhörer oder Zuschauer. Und ich habe es halt Focusrite genannt. Und genau, und dann habe ich halt einfach hier das Volumen ein bisschen angepasst. Besser gesagt, hier an den Gain-Reglern ein bisschen rumgespielt. Das heißt, hier habe ich auf volles Volumen. Und das Ganze, falls ihr den Sound oder die Tonqualität prüfen wollt, einfach hier unten eine Aufnahme starten und dann euch einfach das Bild und das Audio anhören. Und dann seht ihr, ob das passt oder nicht. So, Freunde, ich hoffe wirklich, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Irgendwie bin ich aber nicht zufrieden mit dem Video. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich es hochladen werde, aber ich glaube schon. Wie gesagt, wir gehen noch mal kurz durch. Kamera muss keine für 2000 Euro sein, muss keine für 1000 Euro sein, kann eine für 200 Euro sein. Oder ihr holt euch eine Webcam, aber die Preise sind ja aktuell eh ziemlich übertrieben durch Corona halt. Dann natürlich denkt, wenn ihr eine DSLR oder eine normale Kamera nehmt, denkt an HDMI-Eingang. Also ihr braucht natürlich ein Bild, das dann über einen Cam-Link in den PC erkennbar ist. Ich benutze ja den Cam-Link von Elgato. Es gibt aber, habe ich gesehen, warte mal, ich kann es euch mal kurz zeigen. Es gibt, hier ist zum Beispiel meine kleine GoPro. Es gibt auch von Drittherstellern, von Drittherstellern gibt es auch so einen Cam-Link. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Der hat mich 25 Euro gekostet. Die, wo sich mit Elgato-Sachen auskennen, wissen, was so ein Cam-Link kostet. 120, 130 Euro. Ist halt schon eine Hausnummer. Dann Stromkabel. Es muss natürlich die Kamera mit Strom versorgt werden, sonst bricht das Bild unterm Streamen irgendwann ab. Und dann natürlich das A und O, Beleuchtung. Ein Audio-Interface, wie zum Beispiel Focusrite, kann ich euch nochmal kurz zeigen.
wie Focusrite Scarlett 2 E4. Absolut geisteskrankes Teil, bei mein allererstes. Bleibt auch in meinem Besitz, werde ich nicht verkaufen. Werde ich vielleicht mal irgendwann für einen spontanen Stream woanders, wenn ich woanders bin, benutzen. Und genau, DJ Controller, Pioneer, Hercules, Numark, es gibt so viele geile Sachen, Roland, es gibt so viele geile Controller. Jeder hat einen Klinkeneingang, jeder hat einen XLR-Eingang. Könnt ihr auch mit XLR benutzen. Ich benutze halt, wie gesagt, Klinkeneingang, weil ich so viele Kabel noch da hatte. Dann braucht ihr, genau, die Kabel haben wir, USB-Stick natürlich für die Musik. Und ansonsten, genau, Streaming-Programm, Streamlabs OBS benutze ich aktuell. Dann wählt ihr einfach als Audio-Eingabe, weil ihr wollt ja den Ton eingeben. Deswegen merke ich mir das immer so. Wählt ihr euer Audio-Interface an, also wie bei mir halt Focusrite und als Bild halt Videoaufnahmeprogramm, aber das ist ja selbsterklärend. Da wählt ihr eure Kamera aus, schaut halt, ob das Delay immer passt oder ob ihr irgendwelche Verzögerungen habt mit dem Ton und mit dem Bild. Um das immer rauszufinden, das war am Anfang auch das Problem bei mir, einfach Aufnahmen starten, also Recording. Jedes Streaming-Programm hat auch eine Aufnahmefunktion. Und schaut euch die Videos im Nachhinein an, schaut, ob alles passt. In diesem Sinne, Freunde, ich bin auch schon wieder raus. Ich melde mich ab für das heutige Video. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen was zeigen. Oder besser gesagt, euch erleichtern, die Möglichkeit, einen DJ-Stream zu starten. Falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare oder kommt im nächsten Stream vorbei. Twitch-Link ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ich melde mich ab, Freunde, das Video ist lang genug geworden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace.